Super Ball von Kittel. Ali Döner mit der Glatzel da! Evinde 1-0 önde Ağzı Rostock karşısında. Glatzel! Etkili atak. Hansa Rostock hata. Golsüz sonuçlanmıştı. Adeta bir futbol klasiği. Hansa Rostock kaçırdı. Hamburg attı. Glatzel'in golü. 1-0 önde Hamburg. Hansa Rostock karşısında. İşte gol. Kale ağzında yalnızca dokunmak kaldı Glatzel'e. HSV fußballerische Lösungen. Jamra. Jamra Tor für Hamburg. Und wieder. Spielerisch. So klasse herausgespielt. Erster Torschütze. Ludovic Reis. Oh, was hat er denn noch zu regeln? Michael Bacher, ich denke, Treffer zählt. 2-0 HSV. Und wie klasse wieder gespielt. Jamra Doppelpass mit Sonny Kittel. Und dann stehen sie da nur. Aber es ist keiner wirklich dran. An Ludovic Reis. Das ist nicht gut verteidigt von Hansa Rostock. Schaut sich das an. Da sind 7, 8 Spieler der Rostocker im 16er. Aber da wird der Raum gedeckt, aber niemand ist dran an Ludovic Reis. Das ist der Fehler. Rezzuto, was für ein Fight, was für ein Kampf der Rostocker. Und er weiß, dritte Megachance für den HSV, hier möglicherweise alles einzutüten. Alidou. Und Robert Glatzel, Doppelpack, macht alles klar in diesem Nordderby. Martin Piekenhagen gesehen, Hansa Sportvorstand. Auch für ihn eine besondere Rückkehr natürlich, Ex-Hamburger Keeper, Sie wissen das. Über 100 Mal im Tor gestanden hier beim HSV. Das ist die Entstehung. Nicht über links, diesmal über rechts. Über Jatta, über Kinzombi, Bahn fasst ihn nicht. Kein Abseits, kein Abseits. Niemand dabei, Robert Glatzel. Super Vorarbeit von Kinzombi. Markus Kolke kann den nicht halten. Und er mit seinem Doppelpack entscheidet, so denke ich, diese Partie. Doppelwechsel nochmal bei Hansa Rostock. Munzi SV. Mikkel Kaufmann. Oh, steht 4-0. Tim Walter. Ja, schaut nochmal abseits, ja oder nein. Schauen wir abseits, ja oder nein. Eng, eng. Das ist eng. Das Knie wird überprüft. Bin mir sicher, jedes Tor wird überprüft. Aber Rizzuto, statt die Hand zu heben, lieber den Laufweg mit nach hinten machen. Super Pass von Zuhören. Mikkel mit dem Tor. Zählt es auch? Fragezeichen. 85. Er im Kontakt mit Patrick Kessel, wird gecheckt. Mikkel Kaufmann bleibt beim 3-0. Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos and turn on notification to never miss an upload.